Hallo, Servus und Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc, dem Zitronenarzt. Ja, Leute, ich weiß, ich habe 2 Wochen mit Abwesenheit geglänzt und ja, ich kam auch überhaupt nicht zum Spielen. Da habe ich gedacht, heute müsste ich doch mal wieder die Steam-Bibliothek durchsuchen und gucken, was es da für einen geilen neuen Burner für mich gibt, der mich wieder so richtig in die VR reinzieht. Ja, und dann habe ich bei Steam geguckt und habe gedacht, ja, machst du? Kran-Simulator. Wenn das nicht der Hammer ist. Ja, Leute, habe ich heute hier entdeckt für 10 Euro VR-GSIM Overhead Kran-Simulator. Wir starten mal hier das Video. Ich mache euch das ein bisschen größer. Ja, es ist, was es ist. Es ist eine Art Simulation eines solchen Krans, der eben oben an der Decke hängt. Ein Overhead-Kran. Hier sieht man ihn ganz schön. Und habe ich schon oft gesehen und man denkt ja immer, wenn man diese Steuerung sieht, oh, will ich auch mal machen. Ja, ich habe mir diesen Traum gerade für 10 Euro erfüllt und habe gedacht, ich lade mir das mal runter. Ich habe es mal ganz kurz im Tutorial angespielt, nur mal zu gucken, wie denn so die Steuerung ist. Und da muss ich euch schon mal ein bisschen sagen, es heißt hier, man kann es sitzen spielen. Ihr habt keine Drehung in dem Spiel, also ihr habt keinen Snap-Turn, ihr könnt euch nicht drehen, also da müsst ihr schon Drehstuhl haben oder ihr solltet das stehend spielen. So, und das mache ich jetzt auch. Ich werde mir jetzt meine Brille schnappen, hier rüber gehen und dann ein bisschen Kranführer spielen und da will ich doch mal sagen, sehen wir uns wieder im Gameplay. Aber zuerst, Leute, wenn ihr mich hier zum ersten Mal seht und mich noch nicht abonniert habt oder schon mehrfach reingeguckt habt, aber noch nicht auf den Abo-Button geklickt habt, dann macht das doch jetzt bitte, das freut mich und ja, will ich mal sagen, jetzt ins Gameplay. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, für wen das gut sein soll. Selbst als Übung für Firmen sehe ich da nicht wirklich einen großen Mehrwert. Ja, Leute, dann mal herzlich willkommen zum Gameplay des Kranführers. Willst du mich jetzt verarschen, bloß ein Level? Boah, Leute. Okay, aber ich habe jetzt Übung und deshalb werde ich das jetzt super schnell durchziehen. Guck mal, da fällt die Kette schon runter, obwohl ich noch nicht mal angekommen bin. Erschwerte Bedingungen, wahrscheinlich alleine durch die Bodenvibration. Attached. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch. Ziehen hoch, ziehen hoch. Mal lieber so machen. So, was steht da jetzt? Chance 5. Das war doch vorhin richtig. Wieso standen da... Ja gut, okay. Nicht fragen, machen. Nein, nein, nein. Oh, oh, das ist... Summ, 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 das Fässchen geht herum, über Stock und über Stein. Ah, shit. Komm, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal gucken, ob ich da durchpasse. Noch ein Stück zurück. Noch ein Stück. Noch ein Stückchen, so. Und jetzt rüber mit dir. So, okay. Und jetzt zu mir. Ja, nicht so schnell. Nicht so schnell, mein kleines Fässchen. Komm, hoch mit dir. Und wenn du jetzt gleich wieder nicht die richtige Höhe hast, du, dann gebe ich dir aber. So, jetzt gucken wir mal von der anderen Seite.
Ah, könnte noch ein Stückchen darüber. Und durchziehen, 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 durchziehen. Okay, was steht da hinten? Immer noch 5. Okay, 5 ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Irgendwie wie 5 Versuche oder so. Ein bisschen hier zu mir rüber. So, jetzt in die Richtung. Ja, komm ruhig, komm ruhig, komm ruhig. Ein Stückchen. So, jetzt von der anderen Seite wieder gucken. Ich habe nichts berührt bis jetzt. Das muss gut werden. Ein bisschen hier rüber. Ah, schwenk nicht so viel. So, ich bin der Meinung, das ist nicht schlecht. Jetzt komm durch hier. Komm durch, komm durch, komm durch. Okay, und runter damit. Und loslassen. Das ist bloß das eine Level. Okay, ist ja kein Spiel. Aber ich hätte mir da schon gewünscht, dass da noch ein paar Parcours kommen. Das ist bloß für Replay. Ich kann da wieder in die Mitte rein. Ich kann das jetzt 100 Mal machen. Okay. Okay. Nett. Das war's. Ja, Leute. Das war's. Schöne grüne Wiese. Ja, also dann hat man die Prüfung bestanden und dann ist man. Guck mal, ich kann noch hier einen auf Stapelfahrer Klaas machen. Kann ich noch. Was haben sie denn mit dem gemacht? Wer hat denn den so verpixelt? Komm, ich will was kaputt machen. Kann man hier was kaputt machen? Komm, jetzt machen wir alles kaputt. Boah, ich kann ja nicht, ich komme ja nicht weiter mit dem Ding, oder? Doch, ich hake's wieder ein. So, Leute, jetzt bin ich Rambo. Komm, richtig schön hoch. Jetzt machen wir hier eins auf Abrissbirne. Höher, höher. Na, geht nicht. Und zurück. Einen habe ich umgehauen. Ja, ich darf jetzt frei damit rumfahren. Das hättet ihr nicht tun sollen. Was können wir denn einreißen? Jetzt lassen wir den erstmal da dagegen schwingen. Mal gucken, was dann passiert. So, wollen wir doch mal sehen, ob das Spiel nicht doch vielleicht Spaß machen könnte. So, immer schön hin und her. Richtig schön schwingen. So. Und nochmal schön Schwung holen. Und. Hä? Ich wollte dagegen. Du, das lässt einem aber wirklich keinen Spaß zu, ne? So eine Spaßbremse. Ein paar Kartons kann ich umschmeißen. Ja, also, nee, ich habe mir ernsthaft gedacht, dass das so ein bisschen mehr, wie sagt man, ja, Herausforderungen wären. Dann hätte ich es meinen Kindern noch zeigen können. Die hätten Spaß gehabt. Aber, bam, bam, bam. Der größte Spaß ist hier, Domino zu spielen. Ja, guck mal, fallen sie alle um wie Dominosteine. Sehr gut, wenigstens etwas. So, und jetzt hier einmal durch. Explosion. Puh.
Müsst ihr euch bloß vorstellen. Bam, 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 bam. Ja, ich bin völlig skrupellos. Ich räume hier alles ab. Jawohl. Tang, tang, tang. Und jetzt hier auch noch durch. Ja. Ui, ui, ui. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, ist vielleicht interessant für Firmen, wo man, keine Ahnung, was sowas lernen muss, sowas zu steuern. Scheint mir jetzt aber nicht so schwierig zu sein. Es gibt keine verschiedenen Gewichte. Ich hätte jetzt noch was gewünscht, was wie sich so in der Waage halten würde. Weißt du, ein bisschen Herausforderung. Aber nur ein Fass zu transportieren, ist ein bisschen traurig. Schwerere Sachen. Ich meine, ich habe 20 Tonner und trag da eine Tonne. Das ist doch nichts. Ich will so einen Gabelstapler irgendwo hochtransportieren, auf einen Lastwagen drauf oder so. Ja, super, jetzt hat er den auch noch losgelassen. Ja, gut, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, für wen das gut sein soll. Selbst als Übung für Firmen sehe ich da nicht wirklich einen großen Mehrwert gerade, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zwar kein Lagerhallenverwaltungschef, aber das hat bloß mäßig Spaß gemacht, Leute. Da war jetzt nicht so viel dabei. Aber ich hoffe, ihr lasst mir trotzdem ein Abo da, wenn euch mein Kanal gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Spielt was Schönes. Tschüss.